Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich heiße euch willkommen zum Review des Ironread M4 Pro S Plus Max E-Scooters. Ja, das ist ein relativ langer Name und eine relativ unbekannte Marke, die meines Wissens nach auch noch keine anderen Scooter rausgebracht hat. Ja, was sie hier rausgebracht haben, das gefällt mir hingegen richtig gut. Ich kann schon mal spoilern, er hat sogar den Vala Pegasus geschlagen bei meiner Streckenmessung über 1 Kilometer. Ja, insgesamt habe ich mit dem Gerät jetzt ca. 100 Kilometer zurückgelegt. Ich weiß es nicht ganz genau, er hat das gleiche Display wie der Hitway E-Scooter und bei diesem Display gibt es das Problem, dass der Odometer nicht richtig zählt. Ja, wir schauen uns das Gerät jetzt einmal ein bisschen aus der Nähe an. Im hinteren Bereich haben wir eine 10 Zoll Offroad-Bereifung mit Schlauchreifen. Hier haben wir einen 800 Watt Motor und der Ständer ist hier angebracht. Der Scooter hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Hitway E-Scooter. Auf der anderen Seite sehen wir eine Scheibenbremse. Ja, der Scooter, den gibt es mit optionalem Sitz. Der Sitz ist bei Auslieferung vormontiert. Man kann allerdings auch optional hier hinten eine Fußstütze anbringen. Habe ich allerdings nicht gemacht. Ich habe den Sitz einfach nach hinten weggeklappt während der Fahrt. Und wenn ich ihn doch nutzen wollte, habe ich ihn einfach wieder vorgeklappt. Im recht unscheinbaren Deck verbirgt sich ein 20 Amperestunden Akku auf 48 Volt. Mit so einem großen Akku kann man relativ weit kommen, in meinem Fall so ungefähr 50 Kilometer. Wie viel es genau geworden sind, seht ihr gleich im Reichweitentest. Ja, nicht zu vergessen, wir haben hier hinten eine Federung, eine Doppelfederung. Und hier, das ist neben einem Rücklicht auch noch ein Blinklicht. Ja, im vorderen Bereich haben wir auch zwei Federn. Wir haben wieder eine 10 Zoll Offroad-Bereifung mit Luftreifen. Die Reflektoren sind genau wie das gesamte Gerät, natürlich in Deutschland so nicht vorgeschrieben. Hier sehen wir die Frontlampe. Die enthält auch eine Hupe integriert. Alle Teile sind hier mit Steckern versehen, dass man die schnell austauschen kann. Und die Scheibenbremsen befinden sich bei diesem Gerät komplett auf der anderen Seite. Das sind ziemlich große Scheiben mit einem 160er Durchmesser. Die Scheibenbremsen selber sind ohne Branding. Ja, hier an der Seite sehen wir einen LED-Streifen. Das ist natürlich so in Deutschland auch nicht erlaubt. Wenn man das Licht einschaltet, dann blinkt das hier rot, blau und grün. Hier ist wieder das Rücklicht bzw. der Blinker. Und hier hinten haben wir noch das richtige Rücklicht. Da befindet sich auch eine Bremslichtfunktion. Der Sitz, der ist natürlich wegklappbar und komplett auch abnehmbar. Wir haben eine gefederte Sattelstütze und hinten auch noch zwei Federn, die das Ganze sehr bequem machen. Der Sitz ist außerdem recht groß und breit. Der Lenker des Scooters ist abklappbar und der Lenker ist höhenverstellbar. Das ist ein bisschen oldschool, bietet aber gewisse Vorteile. Wir haben eine Schlüsselbox und ein großes Bedienpanel. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man das Gerät zusammenklappt und wie man es danach wieder auseinandernimmt. Ja, das geht bei so einem Gerät nicht ganz so einfach, weil ja der Sitz noch vorhanden ist. Hier hinten gibt es einen Hebel, den drückt man nach oben. Dann kann man den Sitz vorklappen. Dann löst man diesen Spanner. Dann kann man das Ganze zur Seite klappen und noch nach unten schieben. Und dann gibt es hier hinten noch den letzten Schnellspanner. Der hat hier noch diese Funktion, das muss man so zur Seite drücken. Und dann kann man den Sitz auch umlegen. Der Lenker ist im Moment in der niedrigsten Position. Ich zeige euch mal, wie weit der rausgeht. Wenn man das öffnet, ist das hier so minimal beweglich. Das kennt man auch schon vom Hitway-Scooter. Wenn man das später wieder festmacht, muss man darauf achten, dass das gerade ist. Ja, die Griffe sind angeschraubt. Wenn man die abschraubt, dann kann man das so nach außen drücken und dann kann man die Lenker umlegen. Und dann ist natürlich noch der Klappmechanismus. So, jetzt muss man das eigentlich nur noch runterdrücken, was allerdings sehr schwer geht. Bewegt kriege ich das Ganze nur, wenn ich mir hier einen ordentlichen Schuh anziehe. Und dann jetzt hier. Und jetzt muss man den Lenker ein bisschen nach vorne drücken. Und dann kann man das Ganze umlegen. Ja gut, der Klappmechanismus, da gibt es sicherlich bessere. Mit 25,4 Kilogramm ist das natürlich kein besonders leichtes Gerät. Aber wenn man sich überlegt, was man hier hat, also 20 Amperestunden, Vollfederung und so, dann finde ich das Gewicht absolut okay. Und der Sitz ist ja auch noch da. Ja, ich kriege es mit ein bisschen Übung auch mit einer Hand hin, aber das kann ich nicht besonders lange machen. Auseinanderklappen geht ein bisschen einfacher.
da ist das hier mit dem Hebel nicht das Problem. Den Lenker kann man schon mal so hoch machen. Hier einen Fuß rauf. Und mit ein bisschen Rütteln klackt das dann da ein. Dann den Sperrbolzen wieder hin. Den Sitz können wir schon mal wieder hochklappen. Ja, dann ziehe ich noch den Lenker ganz raus. Vorher mache ich erstmal hier diese Schraubdinger fest. Hier den Schnellspanner lösen. Und ich ziehe es relativ weit oben nach oben raus, weil ich ja auch relativ groß bin. So, jetzt muss man das Ganze noch ein bisschen ausrichten, weil sich das ja hier so ein bisschen bewegen kann. Okay, und schon kann man losfahren. Ja, dann schauen wir uns einmal den Lenker im Detail an. Hier diese orangen Akzente finde ich ganz nett. Der Lenker ist hier so ein bisschen nach vorne versetzt, was ich aber auch ganz gut finde. Dann ist ja ein bisschen Abstand vorhanden. Und wenn man den Handy anbringt, was ein bisschen schwieriger ist, muss man über die orangen Dinger machen. Aber dann hat das Handy ein bisschen mehr Abstand. Ja, wir haben eine Bremse. Das ist die hintere Scheibenbremse. Das ist die vordere Scheibenbremse. Wir haben hier die Schlüsselbox. Da passiert erstmal noch nichts, aber man muss das Ganze jetzt hier nochmal einschalten. Mit der M-Taste können wir die drei Gänge durchschalten. Das Gerät ist erstmal gesperrt für den EU-Modus mit 25 km/h. Im ersten Gang fährt er, glaube ich, 15, dann 20 und dann 25. Ja, hier an der linken Seite können wir die Blinker aktivieren. Die sehen so aus. Wenn ich jetzt noch das Licht einschalte, dann wird es hier unten ziemlich bunt. Das Rücklicht geht an. Und wie man sieht, sind das hier an der Seite tatsächlich nur die Blinker. Die Lauffunktion ist ganz nett von der Optik, aber nicht so sinnvoll, wenn es darum geht, anzuzeigen, wo man lang will. Ja, dann gibt es hier vorne noch die Hupe. Wie ihr hört, ist die ziemlich laut. Ja, und dann gibt es noch den Trick. Man kann dieses Gerät tunen. Das ist quasi das Pendant zum Hitway-Scooter, nur für den EU-Markt. Wenn ich das Ganze nochmal ausschalte und wieder einschalte, dann schalte ich hier ein. Dann steht hier die 1 und wenn ich jetzt 5-mal M drücke, dann ist hier so ein Kasten drum entstanden. Und wenn ich jetzt auf den höchsten Gang schalte, dann fährt das Gerät bis zu 45 km/h schnell. Ich glaube 43 km/h hatte ich auch längere Zeit halten können, was wirklich phänomenal ist. Ja, dadurch verliert er so ein bisschen seine Legalität für den EU-Raum. Aber ich glaube, da gibt es auch in anderen Teilen der EU Leute, die sowas suchen, zum Beispiel in Belgien. Auf dem Sitz sitze ich ganz bequem. Aber längere Zeit fahre ich dann doch lieber im Stehen. Ja, mit dem Hebel hier schaltet man auch das Frontlicht und das Rücklicht ein. Wir haben hier ein super helles Frontlicht, was für Deutschland auch ein bisschen übertrieben wäre. Hier gibt es diese Metalllasche und damit muss man das biegen, so in die Richtung, wie man es haben will. Hier sehen wir das Rücklicht, was so natürlich in Deutschland auch nicht zulässig ist. Und das ist die Bremslichtfunktion. Die ist sogar nach deutscher Art. Und hier nochmal die seitliche Beleuchtung. Das Deck hat eine Breite von 19 cm und die Länge von Anprang des Sitzes bis zu vorne zum Klappmechanismus sind 40 cm. Hier an der Seite kommen noch 10 cm dazu, die man auf jeden Fall nutzen kann, weil das Deck ja auch sehr breit ist. Und wenn man den Sattel abbaut, dann hat man natürlich noch viel mehr Platz. Von der Geometrie her ist der Lenker ein bisschen nach hinten geneigt, was für den sitzenden Betrieb sogar gut ist. Im stehenden Betrieb nimmt es einem ein bisschen Platz weg, weil der Lenker dann recht nah am Bauch ist. Ja, ich habe mit dem Gerät natürlich alle meine Tests gemacht, aber aufgrund der fehlenden Straßenzulassung für Deutschland kann ich euch das nicht auf dem normalen Wege zeigen. Ich bin mit dem Gerät zum Flughafen Tempelhof nach Berlin gefahren und dort habe ich ein schönes Video aufgenommen, wo man ein bisschen Steigleistung sehen kann und auch ein bisschen die Performance-Messung. Und da schauen wir jetzt einmal rein. So, dann fahren wir mal los. Die Höchstgeschwindigkeit des Scooters ist 25 km/h. Es gibt allerdings auch eine Tuning-Möglichkeit. Die zeige ich euch gleich. Erstmal fahre ich hier meine übliche Strecke. Wenn man 8 Sekunden die gleiche Geschwindigkeit hält, dann geht der Tempomat an. Der ist aber manchmal ein bisschen hakelig, da muss man dann nochmal drücken.
Die Höchstgeschwindigkeit des Scooters beträgt 25 km/h. Der Tempomat ist inzwischen angegangen und laut GPS sind wir so mit 23,3 km/h unterwegs. Man kann den Scooter tunen, indem man 5 mal auf die M-Taste drückt. Darf man aber nicht zu schnell machen. Dann kommt hier so ein Kasten drum und dann fährt er schneller. Wir haben Zero Start. Dann schauen wir mal, wie schnell wir so werden. Das Display zeigt 40 und per GPS 36,37. Vielleicht geht es noch ein bisschen bergab, könnte es noch mehr werden. 39, oh, sie haben sogar die 45. Okay, das ist schon ganz flott. Tempomat ist auch an. Ja, 42,2, nicht schlecht. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ja, hier ist ein bisschen holpriger. Aber auch bei der hohen Geschwindigkeit komme ich hier noch ganz gut zurecht. Klappert nur ein bisschen. Ja, den Scooter, den kann man ja sowohl stehend als auch sitzend fahren. Zum Stehen fahren habe ich bisher immer einfach den Sitz umgeklappt. So, haben wir die Holperstrecke geschafft. Dann fahre ich mal hier lang zur Performance-Messung. So, hier auf der Landebahn werde ich das machen. Ich fahre bis zu dem dunklen Beton. Ich mache jetzt die Performance-Messung mit dem Inirit-Scooter. So. 20 km/h in 4,99 Sekunden. Wir haben wohl Gegenwind. km/h haben wir erreicht. Ich kann das Display gerade nicht lesen wegen der Sonne. Aber ich glaube, wir haben ziemlich Gegenwind. Meter in 18,1 Sekunden. Meter haben wir, gleich haben wir auch die 1000 Meter. 32 km/h hat er noch erreicht. 1000 Meter in 1,25,18, das ist ganz ordentlich. Ich mache die Vollbremsung. 1,17, da kann man auch nicht wirklich meckern. Dann mal gucken, ob es in die andere Richtung schneller wird. Und los geht's. Ja, ich glaube, hier haben wir keinen Gegenwind mehr. 20 km/h in 4,15, glaube ich. Und hier werden wir deutlich schneller. Und deutlich schneller, schneller. 3400 Meter in 16,56, glaube ich. Da geht deutlich mehr jetzt. Jetzt sind wir auch schon bei 40. Zweiundvierzig hat er auch noch erreicht. Neunhundert Meter haben wir. Gleich werden wir auch die 1000 Meter erreicht haben.
1000 Meter in 95,89, das ist sehr gut. Und Bremsung von 18 auf 1 in 1,12. Sehr gute Ergebnisse. Ja, wieder mal ein Scooter, der vom Wind abhängig ist, aber trotzdem sehr schnell ist. So, hier rechts ist so ein kleinerer Weg, den fahre ich jetzt auch mal. Ja, wenn es uneben wird, dann möchte man nicht so schnell fahren. Ja, der Scooter ist einigermaßen Offroad-tauglich. Gucken wir uns das mal an. Gefederte Sattelstütze ist jetzt natürlich sehr gut, dass er die hat. Und auch wenn ich jetzt direkt über die Wiese fahre, dann ist die Motorleistung ein bisschen gering. Dann wird er langsamer. Aber hier, wo das Gras so ein bisschen weg ist, da kommt er dann doch zurecht. Dann schauen wir mal, ob der hier die Steigung hochkommt. Ja, kein Problem. Hier hinten ist die Steigung, die noch keiner geschafft hat. Würde ich jetzt vermuten, dass wir wieder nicht hochkommen. Oh, fast. Fast oben. Ja, zumindest nicht wesentlich schlechter abgeschnitten als die anderen. Und mal gucken, was mit den Steigungen hier vor mir ist. Sehr schmal. Ja. Ja. Man kann relativ schnell anfahren, aber irgendwann reicht die Kraft einfach nicht mehr aus. Also längere Steigungen kann man mit dem Scooter nicht bewältigen. Ja, ich habe den Scooter jetzt einmal so umgebaut, dass er stehend fahren kann. Natürlich ist der Sitz da hinten noch ein bisschen im Weg. Besser ist, wenn man die Fußstütze anbringt. Aber die habe ich gerade nicht bei. Dann wollen wir mal loslegen hier. Hier rechts ist die BMX-Strecke. Die möchte ich gern stehend fahren. Das Deck ist nicht sehr groß und die Lenkstange ist relativ nah an meinen Bauch geneigt. Habe also nicht so wahnsinnig viel Platz für die Füße. So, aber hier rechts, aber hier links möchte ich noch einmal kurz den Berg hochfahren. Ja, fast geschafft. Dann wollen wir mal die BMX-Strecke probieren. Überall Pfützen hier. Also Gas geben. So, das habe ich schon mal geschafft. Den hier. Und hier ist ein Zaun. Okay, dieser Teil ist aus irgendeinem Grund gesperrt. Dann zurück. Müssen wir hier noch ein bisschen durchfahren. Also ein bisschen Power hat der Scooter schon, ne? So was kann er machen. Vom Deck her ist das ziemlich vergleichbar mit dem Hitway-Scooter und trotzdem ist hier ein 20 Amperestunden Akku drin auf 48 Volt, also 960 Wattstunden. Das ist schon ganz bemerkenswert. Morgen mache ich einen Reichweitentest damit. Ich bin schon auf dem Fennbahnweg damit gefahren und nach 32 Kilometern war der noch nicht leer.
Also das verspricht eine recht hohe Reichweite. Und vor allem, wenn man den tunt, dann macht der richtig Spaß, finde ich. Natürlich hat er seine Schwachstellen. Er kostet ja nur 499 Euro mit dem Coupon. Aber so als Spaßgerät finde ich den schon ganz nett. Ja, eine Schwachstelle sieht man hier gerade. Gegen den Wind geht nicht so viel. Da kommen wir nicht so gut voran. Hier links ist der Mini-Golfplatz. Ja, aber ich finde, der fährt sich sitzend wirklich sehr gut. Besser als stehend. Und ich werde jetzt den Rückweg antreten. Da gibt es von mir noch mal ein bisschen Highspeed, ein bisschen an den Radfahrern hier vorbei. Also der fährt sich wirklich gut schnell. Ja, bei der Performance-Messung, da hat der Iron Reed Scooter den Kilometer in der schnellsten Zeit bewältigen können, die ich je gemessen habe. Er hat sogar den Vala Pegasus an dem Punkt geschlagen. Das finde ich wirklich beeindruckend, das muss erstmal einer nachmachen. Und auch sonst finde ich, dass die Performance sehr in Ordnung ist. Ja, was Steigung angeht, kann ich das natürlich auf dem Flughafen Tempelhof nicht so gut messen. Ich habe natürlich hier in der Gegend auch mal meine Steigungen probiert und da kann ich euch das Ergebnis mal ansagen. Bei der 10% Steigung bin ich mit 20 km/h hochgekommen, bei der 15% Steigung mit 13 km/h und bei der 20% Steigung mit 10 km/h. Das sind wirklich super Werte. Da darf man sich jetzt natürlich nicht täuschen lassen. Das liegt natürlich daran, dass ich mit diesem Scooter mit einer ganz anderen Geschwindigkeit anfahren kann als mit anderen. Also wenn man das so direkt vergleicht, dann würde ich den so ungefähr auf Wizard-Niveau sehen. Das wären dann so 700 Watt, was der Motor maximal leistet. Das ist schon ganz ordentlich, aber das ist definitiv nicht der stärkste. Ja, dann schauen wir einmal kurz in den Reichweitentest. Dafür bin ich dann von Berlin aus nach Polen gefahren. So, los geht's. Ich fahre sitzend. Moment. Dritter Gang. Jetzt haben wir den dritten drin. Im dritten Gang fährt der Scooter 25 km/h. Und wir haben ein Tempomat. Muss also nicht allzu viel machen. Ja, die Strecke, die ich rausgesucht habe, sind ca. 40 Kilometer. Der Iniread Scooter, der hat ja einen 20 Amperestunden Akku auf 48 Volt. Und heute ist es sehr warm. Wir haben es 19 Grad laut Handy und im Auto wurden mir sogar 23 Grad angezeigt. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr der wärmste Tag, den wir bisher hatten. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, in 300 Metern habe ich einen Wendepunkt hingesetzt. Und dann muss ich 23 Kilometer schaffen, circa, um zurückzukommen. Ich hoffe, dass ich sogar noch ein bisschen weiter schaffe, denn ich möchte noch einmal zur Oder fahren. Wir sind ganz kurz vor dem Parkplatz. Und da vorne ist schon die Straße, wo die Autos zu sehen sind. Dort geht es dann weiter zur deutschen Grenze. Ja, der Scooter hat begonnen, langsamer zu werden. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir noch die Grenze erreichen werden. 47 Kilometer haben wir auf jeden Fall schon mal. 9,3 km/h. Gleich haben wir die 7 km/h unterschritten.
7,2. Tja, direkt vor der Brücke geht es eine kleine Rampe hoch. Das wird dann wohl das Ende sein. 7,2, 7,1, 6,6. Okay, genau bis zur Brücke sind wir gekommen. Ja, beim Reichweitentest, da hat er ca. 47 Kilometer geschafft. Er hat einen 20 Amperestunden Akku auf 48 Volt drin. Und ich habe ja jetzt mehrere Geräte in dieser Größenordnung gehabt zum Testen. Der Trittbrett-Paul kommt ein bisschen weiter. Der Iohawk Sparrow bei niedrigeren Temperaturen hat, glaube ich, ein bisschen weniger geschafft. Und der Trittbrett Fritz, die sind so in dem ähnlichen Bereich. Auch der EPF 2 kommt dahin. Die haben alle ungefähr den gleich großen Akku. Ja, mit der erreichten Reichweite kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass sich hier drin ein 20 Amperestunden Akku befindet. Wenn das Wetter noch ein bisschen besser ist und noch ein bisschen sommerlicher, dann werde auch ich in der Lage sein, mit diesem Gerät 50 Kilometer zu schaffen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, vor allem wenn man den geringen Preis bedenkt, für den man das Gerät kaufen kann. Ja, dann war ich mit dem IronRead Scooter auch noch auf dem Fennbahnweg in Belgien. Da möchte ich euch jetzt gerne auch noch ein paar Aufnahmen zeigen. Wen das nicht interessiert, der kann natürlich auch gern weiterspringen zum Fazit. Ich kann gleich den Lenker ein bisschen runterstellen, das muss ich auch machen. Erstmal fahren wir los. Ihr seht es bei Komoot in der Anzeige. 25 km/h zeigt das Display und ich messe hier was von 21. So ungefähr in dem Dreh. Der Scooter hat ein Tempomat, das heißt, ich kann loslassen. Und er fährt hier die 21 bzw. die 25, die er anzeigt. So, hier rechts können wir einmal kurz einen Steigungstest machen. Also von der Steigleistung, nach dem, was ich bisher so gesehen habe, sind wir hier auf einem Wizard-Niveau und ähnliches. So, ich fahre einmal hier runter. Ich habe den Lenker mal ein bisschen niedriger eingestellt, aber ihr werdet es hier an dem Stück schon sehen. Das schafft er dann nicht mehr. Also hier kommen wir gerade noch hoch. Das sind halt diese typischen 500/800 Watt. Der Scooter ist ja angegeben mit einem 800 Watt Motor. Das wird aber die Peakleistung sein und Nominalleistung wird 500 sein, weil das ist sehr ähnlich wie bei den Wizard, Hitway und ähnlichen Scootern. Ja, ich kann mich auch hinstellen. Wenn ich den Lenker hoch mache. Ich fahre einmal am Zug hier vorbei. Wir haben Offroad-Reifen. Dadurch sind solche Wege hier absolut fahrbar. Wir probieren auch mal hier, ob ich absteigen muss oder nicht. Nö, das geht alles. So. Wie schön. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Also Höchstgeschwindigkeit. Wir fahren gerade 22, 23 so, ne? Das Display zeigt 25. So, wenn ich 5 mal M drücke, jetzt ist das oben dieser Rahmen drumherum. Wenn ich jetzt im Gang 3 fahre, dann müsste auch noch mehr möglich sein. So, dann schauen wir mal, wie schnell wir werden. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon über 25. Das Display zeigt 30. GPS gemessen 27. Hier ist eine leichte Steigung, das heißt, wir fahren ein bisschen berghoch. Aber es hört sich so an, als ob wir schneller werden. Über 30 per GPS. Aber durch die Steigung wird es jetzt nicht mehr, ne?
kann hier rechts mal runterfahren. Ist natürlich heute mal ganz schön matschig, aber durch die Stollenreifen finden die Räder da ihren Halt. So, hier können Autos kommen, da muss ich mal gucken. Kommt aber gerade keiner. Jetzt kann ich hier rechts mal runterfahren. Oh, das ist ganz schön steil. Lieber hier irgendwo. Das ist immer noch steil. Ah, ich mache das jetzt einfach mal. Das klappt schon. Und dann fährt man hier einmal Offroad. Das funktioniert eigentlich auch erstaunlich gut. Durch die Stollenreifen komme ich ganz gut voran. So, jetzt seht ihr gleich mal, wie das Ado E-Bike das hier so hinkriegt. Ja, also, ihr seht, das hat da kein Problem. Dann würde ich sagen, fahren wir wieder hoch auf den Asphalt. Denn da fährt es sich natürlich noch mal deutlich besser. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen weggerutscht bin, sind wir gut oben angekommen. Ich habe natürlich den Vorteil gegenüber dem Dennis, dass ich jetzt Tempomat habe. Dann fahren wir mal eine Runde und wir melden uns dann in 5 Kilometern oder so. Ja, der Scooter ist ja so flexibel, dass man auch im Stehen fahren kann. Ich konnte hier die Lenkstange auch sehr schön hoch machen. Den Sattel habe ich jetzt einfach so angeklappt. Das gibt mir genug Platz, damit ich auch im Stehen fahren kann. Dann probieren wir das mal aus. Ja, also die Lenkstange hat noch eine ganz ordentliche Höhe. Da kann ich gut fahren. Ich stehe auch ganz gut hier. Der Lenker, der ist so ziemlich weit nach hinten geneigt. Dadurch stehe ich relativ weit hinten auf dem Trittbrett. Ich kann zwar den Fuß so ein bisschen vormachen, aber irgendwie ist das dann unergonomisch. Ja, ansonsten fährt es sich eigentlich im Stehen ziemlich gut. Wenn man den Sattel hinten abmacht und die Fußstütze anbaut, dann wird das natürlich noch verbessert, das Fahrerlebnis. Wir sind noch in Belgien. Gleich kommt eine Straßenbrücke und bei dieser Straßenbrücke werden wir dann nach Deutschland reinfahren, wobei diese Bahnstrecke ja Belgien zugesprochen wurde. Und so werden wir Belgien am Ende nicht verlassen. Denn das darf ich ja auch nicht. In Deutschland darf ich diesen Scooter ja nicht fahren. Ich hatte den Eindruck, dass ich da so Höchstgeschwindigkeit auch ziemlich genau die 23 auch so hinkriege. Ich wollte gerade sagen, ich bin kaum mehr als 23. Jetzt fahre ich den Unterschied hier. Ja gut, das ist auch unfair, ne? So ein Scooter da mit Tempomat. Wenn ich 5 fahre, brauche ich fast nur so Schuhe, als ob ich fehle. Ja, aber die beiden passen erstaunlich gut zusammen, ne? Gut, ich habe hier GPS-Messung 23, ne? Also der hier. Der zeigt ein bisschen weniger an. Ja. Ja, es ist halt so, ja. Cool finde ich halt bei dem E-Bike, dass du halt hinten so einen Korb noch ranmachen kannst. Und einfach, wenn du erstmal einen Rucksack hast, packst du den da rein. Und gut, ich könnte ihn auch aufsetzen, aber du kannst einfach noch was transportieren. Das ist schon gut. Aber wenn man natürlich guckt, wie viel Platz das im Auto wegnimmt, das ist schon Hammer. Aber man kriegt es ins Auto. Das kannst du halt auch nicht mit jedem Fahrrad, ne? Hallo. Das war ich. Ich musste das mal ausprobieren. Ja, also irgendwie, der Tempomat ist so ein bisschen launig. Wenn ich jetzt normal so mache, geht er dann rein. Der hat nicht immer Lust. Aber dadurch, dass das ein Zeigefingergas ist, was man halt so runterdrückt, jetzt ist er drin, komisch. Also das System habe ich, sagen wir mal, noch nicht verstanden.
Ja, eben stand es dran, der nächste Bahnhof, der kommt, das ist Röttgen. Wie es hinter Röttgen aussieht, das werden wir heute mal rausfinden in diesem Video. Ich finde, der fährt sich ganz gut, der Scooter. Wenn es ein bisschen unebener ist, dann hört man ein bisschen mehr Geräusche von der Federung als bei anderen, aber davon abgesehen. Die Federung an sich, also ich merke hauptsächlich die Sattelfederung. Bei Offroad-Passagen wird es wahrscheinlich auch bei der anderen Federung ein bisschen mehr kommen. Ja, es ist halt schade, dass das Gerät nicht in Deutschland fahren darf. Gut, eine Sache muss man natürlich ändern auf jeden Fall. Sobald ich die Beleuchtung einschalte, geht die seitliche Blau-Grün-Rot-Beleuchtung an. Das ist natürlich so nicht zugelassen und auch nicht so gewünscht in Deutschland. Langsam wird es dunkel und dadurch auch ein bisschen kälter. Ich würde sagen, wir fahren 15 Kilometer in diese Richtung und dann wieder zurück. Das ist schon eine ganz ordentliche Strecke. Wir haben jetzt schon 10 Kilometer. 15,2 Kilometer haben wir jetzt. Wir wollen gucken, ob jetzt noch was Spannendes kommt. In der letzten Zeit war es ziemlich ruhig. Wir haben nur den Wald gesehen. Aber irgendwas muss ja kommen. Ich kann mal so ein bisschen rauszoomen hier. Da ist irgendein roter Punkt und die roten Punkte deuten immer auf irgendwas Interessantes hin. Würde ich sagen, gucken wir uns das an und drehen dann um. Scheint eine Straße zu sein. Der Dennis scheint noch zu wollen. Okay. Ich habe auch noch Akku. Ja, im Stehen, da hat man natürlich eine ganz andere Optik. Wenn man mal das E-Bike jetzt aus der Perspektive anguckt. So, ich habe einmal getuned. Mal gucken. Jetzt geht es bergab. Da könnten wir noch ein bisschen mehr erreichen. Ich warte dann auf dich. Ja, wird auf jeden Fall schnell. Also die 38 schaffen die ja alle ganz gut. Das Display zeigt 40, 37,1. Ja, das ist so Standard für diese Art von Motor, ne? Das ist, was ich immer so erreiche. Ja, der Odometer zeigt 9 Kilometer an. Das kann natürlich nicht stimmen. Wir sind ja schon 17,6 Kilometer gefahren. Auch diese Sache hat er vom Hitwell geerbt quasi. Der Iron Read. Wir lassen den Dennis mal ein bisschen Vorsprung bis zur Ecke und dann zeigen wir ihm mal, wie das geht. Der gefährt sehr gut auf 35 und so kommen wir natürlich auch deutlich mit deutlich hoher Geschwindigkeit hier ran. Jetzt müssen wir natürlich über die Straße. Kurz mal gucken. Da müssen wir Vorfahrt beachten. Achtung! On your left! Also so als Schnellfahrscooter ist der auch richtig gut, muss ich sagen. Man kann aber auch trotzdem noch, wenn man den Kollegen hat, kann man sich da so ranpushen. Aber wenn man dann Bock hat zu fahren, ist man eben auch wieder weg. Ne? Kann ja nichts machen. Ja, so 3 Restbalken haben wir noch. Die Spannung ist noch bei 48 Volt, also noch mehr als halb. Das nach 21 Kilometern, also das deutet auf eine extrem hohe Reichweite hin, sodass ich auch heute schon die 50 Kilometer bzw. 45 Kilometer Marke durchaus in Reichweite sehe. So, wir fahren mal ein bisschen Offroad hier. Das ist ein schöner Schotterweg mit recht großen Steinen.
durch die Stollenreifen lässt sich sowas natürlich auch ziemlich gut fahren. Zwar nicht ganz so schnell, aber das macht ja dann auch nichts. Man kommt auf jeden Fall voran. Dann drehe ich mal wieder um. Das ist natürlich auch mit dem Fatbike kein Problem. Der Dennis kann natürlich noch ein bisschen schneller fahren hier bei sowas. Mit dem Ado. Und da sind wir zurück. Ich mache jetzt gleich noch ein paar Fotos. Ja, in Belgien konntet ihr mal den Geschwindigkeitsunterschied zum Ado A20F Beast sehen, dass er 25 km/h fährt. Dann wollen wir einmal schauen, wie sich der Ironread Scooter in meinen Tabellen einsortiert. Dazu gehe ich auf Vergleich E-Scooter. Bei der Reichweite hat er sich auf dem 9. Platz hinter dem Otis Neo E100 und vor dem Trittbrett Fritz einsortiert. Bei der Steigleistung, da hat er sich auf dem 3. Platz hinter dem SoFlow SO4 Pro und vor dem Navi S65 einsortiert. Das liegt natürlich an der hohen Geschwindigkeit bei der 10% Steigung. Bei der Beschleunigungsmessung, da hat sich der Ironread Scooter auf dem 17. Platz hinter dem EPF2 ZT835 und vor dem 9W Max G30D einsortiert. Bei der Streckenmessung, da hat er sich den allerersten Platz gesichert vor dem Vala Pegasus. Und bei der Bremsmessung, da hat er den 5. Platz geholt hinter dem Trittbrett Paul und vor dem Nio Cookie 3 Max. Ja, zunächst mal vielen Dank an die Firma Geekbike für die Bereitstellung des Gerätes. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das Gerät auszuprobieren. Ich habe auch einen Gutschein, mit dem man das Gerät sehr günstig erwerben kann. Den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, was gibt es zu sagen zu diesem Scooter? Grundsätzlich ist es erstmal ein sehr ähnliches Gerät wie der Hitway Scooter, nur dass der Akku doppelt so groß ist. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob man nicht den Akku auch in den Hitway Scooter bekommen kann. Dazu müsste man natürlich beide Scooter mal aufschrauben und das Ganze ausprobieren. Das kann ich nicht machen, da ich den Hitway Scooter nicht mehr hier habe. Von den Features her ist es so eine Art von Scooter, wie ich sie schon häufiger hier gehabt habe. Ja, solche Scooter gibt es in einer straßenzugelassenen Version, zum Beispiel den eFlux Lite 6, der dann auch 40 km/h fährt, oder in einer E-Scooter-Variante, wie zum Beispiel dem Hitway H5. Ja, auch der Engvee S6 zum Beispiel ist ein sehr ähnliches Gerät gewesen. Dieser hier sticht durch ein paar Sachen heraus. Zum einen hat er den größten Akku und damit auch die größte Reichweite. Der Motor ist ziemlich leistungsfähig und die Geschichte mit dem Tuning, die finde ich sehr interessant, sodass man auch nur noch 45 km/h fast erreichen kann. Der Sitz ist so Standard und die Funktionalitäten mit dem Lenker vorne, mit dem Klappen und mit der Höhenverstellung, die sind durchaus auch bei anderen Geräten vorhanden. Gut ist dann immer, wenn sich der Lenker weit genug ausziehen lässt, dass man auch im Stehen sehr bequem fahren kann. Und das kann man hier machen. Ja, der Sitz hier ist optional. Man kann eine hintere Fußstütze anbringen. Die liegt auch bei. Dazu muss man allerdings die Federn hier lösen, diese Schrauben. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich bin immer mit dem Sitz gefahren und ich habe den dann bei Bedarf benutzt. Man kann den aber auch einfach hochklappen hier und dann zum Beispiel nach hinten drehen. Und so war der mir dann auch weit genug aus dem Weg, dass ich ganz gut fahren konnte. Und so habe ich das Gerät betrieben. Mein Gerät hatte ein paar Beschädigungen durch die Lagerung und durch den Versand gehabt, die ich aber relativ einfach beheben konnte. Wobei ich sagen muss, die Geschichte vorne mit der Lampe, wo ich was anlöten musste, die war schon ein bisschen komplizierter. Da hoffe ich, dass man da zukünftig auf eine etwas bessere Verpackung setzen kann. Ja, der Klappmechanismus ist so ein kleiner Kritikpunkt bei dem Gerät und dass der Lenker so ein bisschen nach innen geneigt ist, was einem ein bisschen Platz auf dem Deck wegnimmt, wenn man ihn stehend fahren möchte. Fürs Sitzen hingegen ist das sehr gut. Ja, die Federung ist einer Schwingarmfederung auf jeden Fall unterlegen, aber
auch diese Art der Federung dämpft schon ordentlich Stöße weg und macht die Fahrt, besonders auf längeren Strecken, doch sehr komfortabel. Ja, der große Akku ist natürlich ein großer Pluspunkt und mit dem kommt man auch wirklich sehr weit. Ja, und der allergrößte Pluspunkt bei diesem Scooter, das ist natürlich der günstige Preis. Ja, durch die Offroad-Bereifung ist das Gerät auf jeden Fall auch geländetauglich. Man kann zum Beispiel eine Runde durch den Wald damit fahren. Und ich finde, für so wenig Geld so ein Spielzeug zu bekommen, da muss man erstmal ein anderes Angebot finden, was da mithalten kann. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Gerät auszuprobieren. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!